11 Minuten gespielt, dann erstmals die Kroaten mit einem zählbaren Erfolg. Die Kroaten, das sieht man schon im ersten Drittel, sind das stärkere Team mit mehr Tempo und mehr Möglichkeiten. Die Scheibe kommt im Slot zu Karl Greentree, der fackelt nicht lange und macht das 1:0. Nur 50 Sekunden später, Scheibenbesitz Innsbrucker Turnover und wieder 2:0. 2:0 nach dieser Aktion. Die Scheibe nicht im Tor war. Der Schuss übrigens von Andy Sertic. Nur wenige Augenblicke später wieder die Kroaten, wieder ein Scheibenverlust der Innsbrucker. Diesmal machen sie aber das Tor. Es ist ein Shorthanded Goal. Curtis Fraser mit dem 3. Matti Raymer. Rein ins dritte Drittel und gleich zu Beginn machen die Kroaten alles klar. Die Innsbrucker können sich nicht befreien. Es sieht fast aus wie eine Powerplay-Situation, aber Sie sehen, es ist 5 gegen 5. Und Kenneth McAuley mit einem schönen Treffer, der war nicht ganz. Haltbar. 4:0 in der 44. Minute und 3 Minuten später wieder die Kroaten. Super Vorarbeit von Anthony Jelovic und er sieht Tomislav Zanowski.